fangen wir erstmal so klein an, ohne dass ich erstmal auf deinem Account bin. So. Ich bekomme Priest. Wikinger, brauchen wir alles nicht. Wir wollen Lightnings. Viele Lightnings. 5-1, 5-1 bin ich jetzt, oder? Meine Hunde machen schon wieder Trampel-Trampel-Party. Das gibt's nicht. Stop. So. Kurze Ansage. So, weiter Special Beschwörung. Oh, wow, oh, wow. Oh. Erster Lightning hier am heutigen Tag. Also ich würde ja die Chun-Li nehmen. Hat der Hund auch einen eigenen Stuhl? Der hatte mal einen eigenen Stuhl. Der ist jetzt allerdings irgendwo bei den Polen oder so. Glaube. Den hat beim Schwärmen. Ich habe den beim Schwärmen rausgestellt. Der findet seinen Stuhl. Der hat hier sein Bettchen. Hier hinten rechts. Hunde haben Steppschuhe an, ja, wie immer. Ja, schon die, okay. Oh. Oh, weiter. Gut, erster Lightning war schon mal gut, super. Wir hatten zwei Special Monster. Die gibt es ja nicht mehr lange, ne? Bis Ende des Monats. Also es ist bald vorbei, Leute. Samstag ist vorbei. Hier mit Samstag, ne? Ja, doch, Samstag. Samstag. Samstag ist vorbei, Leute. Also, ihr müsst da jetzt hier euch ranhalten. Endlich. Was soll denn endlich heißen? Razor, kein Bock mehr drauf, oder was? Okay, Razor hat keinen Bock mehr auf die komischen Units. Fährt, wenn der blöde Event rum ist. Ja, ich, wie gesagt, bin auch von der Optik jetzt kein Fan von denen. Aber, den normalen Monstern. Nicht von der Kooperation, sondern die es ja jetzt schon in China gibt. Die finde ich nice, optisch. Mega. Die finde ich richtig nice. Richtig, richtig nice. So, okay. Etwa, kann man Tiana an der Arena benutzen und den Windpinsler? Wenn ja, wie ruht man sie? Den Windpinsler haben wir ja auch beim Summer Sword Championship gesehen. Der war, hat ja echt einen guten Job gemacht. Hätte ich nicht gedacht, tatsächlich. Aber war ganz gut. Du kannst beide in der Arena nutzen. Tiana definitiv, klar. Tiana ist dafür gemacht, in der Arena benutzt zu werden. Ganz klar. Müssen natürlich beide auch recht schnell gespielt werden. Nicht mehr ohne TV einpennen. Naja, gut, 24-7 ist ja nicht an. Aber wie gesagt, ich habe immer einen Sleep-Modus an. Und dann geht der meistens nach einer Stunde geht der aus. Also ich habe den im Wohnzimmer den Fernseher auch extra so gemacht, dass er nach einer Stunde ausgeht. Weil, war, da gebe ich dir recht, Kamikaze LP, wenn man mit Fernseher die ganze Zeit schläft und der geht erst nach 3-4 Stunden aus und du bist dann in deiner extremen Schlafphase und du wirst auf einmal wach, wirst du komplett unterbrochen, nur weil, keine Ahnung, mal blöd gesagt, im Fernseher da gerade einer stirbt und du wach wirst von dem Geschrei da oder was auch immer. Kann ich auch nicht einschlafen und dann muss man doch ständig mitsingen. Was, mitsingen? Naja, das ist auch nicht. Aber nee, mit Musik. Mh. Wo bleibt Nat 5 hier? Bitte! Da ist der Nat 5! Vivi, da ist er doch! Ja, du hast ihn vermisst, da ist er. Da ist der gute Nat 5. GZ hier, ja. Sehr schön. Ich weiß nicht, ob er schon jemanden hat, ja. Deswegen muss ich erstmal abhauen. Habe ich beide. Oh. Ja, dann nimm Weller einen zweiten. Kannst einen Swift und einen Vio-Weller bauen. Einen auf, auch auf Damage und einen auf Nicht-Damage. Also, wie du möchtest. Ja, nimm Weller, ja. Macht zweimal zumindest auf jeden Fall mehr Sinn als Brandia. So. Jeder macht das anders. Für dich jetzt die Frage, Blessing, ja, nein. Oder willst du lieber für Rune oder so? Hätte ich noch. Ist der Wind Bison stark? Den habe ich vorhin gezogen. Ist der Wind Bison stark? Ich habe den Wasser. Ist der Wind Bison gut? Nein, okay. Wind Bison? Gar nicht mehr so viel von dem eigentlich gehört. Guten Abend, hätte gern mal einen
Meinung. Ich schaffe Giants 12 nicht. Mein Team, Sigi, Lauren, Fran, Kro, Eladriel. Gehe ein Down in den Nebenstages down. Also weiß nicht, was ich genau verbessern kann. Wenn du in den Nebenstages down gehst, ist es meistens entweder die Geschwindigkeit deiner Monster, die einfach nicht hinterherkommt. Und die Teamkombination. Eladriel würde ich komplett rausnehmen. Also Sigi ist gut, Lauren ist gut, Fran ist gut, Kro ist gut. Statt Eladriel würde ich irgendwas nehmen, was vielleicht stunnen kann. Nee, das macht mein Chef nicht mit. Also nicht unter Corona. Immerhin in Skiprio! Ja, den Skiprio. Oh, dass ich dir sagen will, Bresi, überhaupt kein Problem, überhaupt kein Problem. Ja, Skiprio ist da. Aber das ist neu. Der ist auch gut. Aber der ist neu, oder? Der ist auch sehr gut. Ist der für dich? Ja, der muss neu sein. Ich frage einmal, ja, neu. Also, wenn du den jetzt gehabt hättest, dann hätte ich mir aber an den Kopf gefasst. Zum Glück egal mit Cyberpunk, weil das von meinem einen Urlaub in den nächsten Urlaub fällt. Hä? Ehrlich? Nee, also bei mir gar nicht. Das macht mich auch sehr wütend irgendwie. Naja, gut, ist halt so. Kann man jetzt nicht ändern. Du in Zap schenkst, dann steht es da. 184. Dein Freund ist aber ganz schön schnuckelig. Ich hoffe, meine Freundin sieht ihn nicht. Oh. Oh, ich dachte in der Five. Ich dachte jetzt ehrlich, oh, das ist er. Das ist er! Equipment. Ja, du wolltest schon die ganze Zeit mal anfangen. Das verstehe ich nicht. Wie soll ich dir, pass auf, das Problem ist, wie soll ich dir helfen, wenn du noch nicht mal einen Stream angefangen hast? Muss man einen Stream anfangen und dann kann man sagen, hey, das und das sollte besser sein oder das und das kannst du dir vielleicht noch anschaffen oder so. Muss das mal anfangen, damit man sehen kann, was kann man vielleicht verbessern, was nicht, ja. Keine Ahnung, auf was stehst du, aber wir haben ein Lightning, Leute. Boah, nee. Boah, nee. Oh, geh doch nach Hause. Sieht es so, ihr macht mit Twitch und den Subs den reichsten Mann der Welt noch reicher. Eben, Anna. Genau! Ist doch gut! Ah, komm, die müssen es jetzt machen. Erste macht's schon mal nicht. Erste macht's schon mal nicht. Juno? Bitte lass Juno wenigstens neu sein. Sag mir jetzt nicht Dupe. Ich möchte jetzt keinen Dupe lesen. Kein Dupe hier. Juno, Mega GZ. Bitte sag nicht Dupe. Bitte nicht. Please. Doch. Und mach mir erstmal in dem Moment ein Monster auf. Du siehst voll müde aus und mach mir erstmal in dem Moment. Ich bin auch müde. Ich bin auch müde. Also wie gesagt, ich mache heute noch schön Sofa-Abend. Definitiv. War ein anstrengender Tag. Aber mir geht's gut. Ihr schönen Menschen, ein herzliches Willkommen an dich. Schizo. Schizofror. What? Schizo reicht, alles klar, dankeschön. Schizo. Danke, dass du mich gerettet hast, ja. Oh, auch Dupe. Ey, das ist doch nicht normal. Ja, alles Dupe, Leute. Alles Dupe. Das ist echt bitter. Erst ein New Troy heute. Ein New Troy. Komm, noch drei Stück. Bitte, komm, noch eins. Komm, eine Aufgabe noch für ihn. Komm, eins. Wieder was von Robbe gehört? Nein. Leider nein, leider nein. Jo, das habe ich von Robbe gehört. Hier, A-Team. Und für Robbe. Ja, die letzte, legendäre. Gib uns. Ja. Das hätte Robbe dann am Ende auch gezogen, wahrscheinlich. Da hat sich wer an Ju Bege inspiriert. An was? Achso, Schizophrenik-Gamer. An wen?
Ja, er fragt das mal an wen. Das war so ein richtiger Klatsch ins Gesicht, Kamikaze LP an dich. Das war so richtig Bam. Raus. Und dann ins Bett. Presi, du oder ich? Vielen, vielen Dank. Ich danke dir, ja, dass ich das Opening bei dir machen durfte. Ja, ein fettes Dankeschön hier an dich. Auch wenn wir fast nur Dupes bekommen haben. Aber hey, wer bin ich schon? Komm, du Ass, ist hier Boss.